So, es gab ein bisschen heiße Diskussionen um den ersten Treffer, der ja vom Torhüter mit der Hand erzielt wurde, da der Ball aus dem laufenden Spiel bei ihm gelandet ist und der aus dem laufenden Spiel den Ball ins Tor hinübergeworfen hat, hat dieser Treffer gezählt. Anders wäre es gewesen, wenn der Ball aus dem ausgekommen wäre und eingerollt oder eingeworfen worden wäre. Man kann es vergleichen mit einem Großfeld, wenn ein Torhüter so weit werfen könnte und er würde den Ball rüberwerfen, könnte man den Treffer theoretisch auch erzielen. Also soweit zum Regelwerk des ersten Treffers. Und jetzt geht's rein in die nächste Begegnung. Die heißt FC Schönberg 95 gegen TB, gegen Tennis Borussia Berlin. Thank you.
Sechste Spielminute, Tor für den FC Schönberg 95, das 1:0 erzielte mit der Nummer 9, Markus Steinwart. Turniertreffer und das 2:0 für den FC Schönberg im Spiel gegen Tennis Borussia Berlin. Torschütze der Torhüter mit der Nummer 35, Jocke Hamel. Und damit machen Sie sich bitte bereit für das nächste Spiel. Und dann ist Derbyzeit angesagt. Hier in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin beim Kurzurlaub DE Cup. Dann treffen Sie nämlich aufeinander die Nachbarn der MSV Pampo und der FC Mecklenburg-Schwerin. Beide Mannschaften werden wir dann also im Anschluss an diese Begegnung erleben. Die Partie Schönberg gegen Berlin. Sie läuft noch 90 Sekunden. Mit 2:1 die Oberhand und dann